Willst du mal reinkommen? Ich sitze doch schon. Nein, ich meine so mit Intro. Nö. Ja, dann direkt zum Intro. Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Night Shift mit hier im Studio. Pujan und jemand anderes. Wer bist Hi. Du? Der Christian. Hi. Genau, das alte Urgestein. Ja. Servus, Christian. Bruder. Alles fit? Ja. Gut. Finde ich schon. Mir geht's gut. Und dir, Pujan? Das geht dich einen Scheißdreck an. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Okay. Was hast du mitgebracht? Eine Karte. Die rote Karte? Die rote Karte. Ah, okay. Ja. Nein. Platzverweis. Russland. Apropos, spielst du Fußball? Nicht mehr. Das heißt, seitdem geht's bergauf. Richtig. Seitdem Super. Ist die Mannschaft richtig gut. Also die haben es echt geschafft, aufzusteigen. Ja? Weißt du? Nennt sich jetzt FC Bayern. So. Ja, genau. Aber du bist ja Bayern-Fan, ne? War das nicht so? Alter, jetzt wirst du aber persönlich. Sorry, es war eine gute Mannschaft. Es war eine gute Mannschaft. Egal, mach weiter. Du blutest hier ein bisschen, Pujan. Also noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Okay, der Pujan möchte heute einen halben Liter Blut durch die Nase spenden. Das machen wir nach der Sendung. Schneiden wir mit. Ja. Bei der Gut. Nase. Das Wo waren wir jetzt? Russland. Ja, Russland. Da waren wir. Russland, ja. Stell dir vor, Kindergarten in Russland. Ah, okay. Die zwei Jungen haben sich gedacht, oh, was machen wir heute? Wir buddeln ein bisschen. Ein Kindergarten mit zwei Jungen. Also es sind noch mehrere Kinder, aber da waren viele Kinder, inklusive dieser zwei Jungen, okay. Über die ich jetzt eine Geschichte erzähle. Ja, sag das doch mal, du musst ja eine Geschichte richtig okay. anfangen. Es ist Tag, die Kinder kommen in den Kindergarten, eine große Menge an Kindern. Zwei Jungs haben sich gedacht, was machen wir heute? Wir hauen ab aus dem Kindergarten. Haben Tonnen gebuddelt? Ja. Nein! Doch, ehrlich? Ja. sind ausgebrochen aus dem Kindergarten. Voll der Alarm. Eltern wussten nicht, wo sind, bis ein benachbarter Jaguar-Händler ruft. Die Jungs sind dann aus dem Kindergarten raus, durch die Hintertür beim Jaguar-Händler rein, haben wir so ein paar Autos ausprobiert. Nicht losgefahren. Aber in jedem dieser Fahrzeuge waren so kleinere Sandspuren. Wie geil ist das denn? So ein Kind im Kindergarten, also wenn du jetzt nicht ist zwischen 3 und 5, 6 Jahren. Ja, ja, so ungefähr. Und die haben sich Rausgebuddelt. Jetzt musst du dir das mal überlegen. Man kennt das ja aus Filmen oder so. Mhm. Wenn jemand aus dem Knast ausbrechen will, braucht der Jahrtausende. Die Kinder haben das in einem Tag geschafft. Aber was haben die denn in Russland für Kinderschaufeln, sag mal? Das ist ja der Hammer. So Schneeschaufeln. Hier ist ein Presslufthammer, jetzt halt die Fresse und geh spielen. Geh spielen. Geh raus in den Hof spielen. Das macht mir nichts. Aber noch geiler finde ich, überleg mal, du bist Jaguar-Händler in Russland. Ja. Und hast dann, guck, ja, was soll ich mal das neue Modell hier zeigen? Machst auf und dann sitzt da so ein versandetes Kind drin. Gehört das dazu? Nein. Wie geil ist das denn? Ja. Die Frage ist aber, also dass die beiden Jungs clever sind, sensationell. Mhm. Die werden bestimmt auch schon direkt diverse Einladungen zu Einbrecher. Talkshows. Ich dachte, erst mal so Gangs und Einbrecher und so weiter und so fort. Die schlimmsten Gangs Russlands. Genau. Das sind die beiden. Genau. Zum Beispiel die Drubovniks. Zum Beispiel. Ja. Oder Chadovichs. Oder die Boschs. Ja. Genau. Oder die Fladovichs. Wichtig ist immer, dass man am Ende hat. Sind das nicht die Tschechischen? Die überall in Entschuldigen Sie, die Tschechen in Echlaute. Genau. So, auf jeden Fall. Ja. Was ja echt interessant ist und auch begeistert, oder die Frage, die sich mir stellt, ist, hatten die von vornherein den Plan, das Ziel mit dem Jaguar-Händler, um dahin zu kommen? Oder war es jetzt erstmal, weißt du, so nach dem Motto, Schippe, was machen wir damit? Wir schippen. Und dann, ah, guck mal, geht der mal weiter und dann bauen wir einen Tunnel und wir sind ja draußen. Weißt du, ist das eins nach dem anderen gekommen oder hatten die so richtig geilen Plan, so nach dem Motto? Also was ich mich frage, ja. Wie diese Erfrischungsstäbchen schmecken, die sich die ganze Zeit vor uns rumdrehen. Ich sehe, du versuchst hier... Also ich versuche da echt auf das Thema einzugehen, ja, aber... Schau mal, Erfrischungsstäbchen mit flüssiger Füllung. Wir machen das jetzt mal so. Ja? Solange ich das Gefühl habe, dass du nicht wirklich mit Herzblut auf mich eingehst, kriegst du einen Scheißdreck davon. Die Jungs wollten das sofort machen, die haben das den ganzen Tag geplant, das wochenlang. Alles klar. So, was haben wir hier? Von Chupa Chups Erfrischungsstäbchen. Die musst Erdbeere. Du dir... Erfrischungsstäbchen. Also ich kenne Erfrischungs hier so. Sind das? Kölnisch Wasser, was du ins Gesicht machst. Das können wir auch ausprobieren. Sind das Erfrischungsstäbchen oder... Wir beißen mal eins auf und riechen dran. Ich glaube, die muss man aber oral nehmen. Ja. Oh, das war ganz verrutscht. Also erstmal Hinweis, total verrutscht.
nicht ordentlich eingepackt. Hier, das ist aber schade. Keine Schutzfolie oder sowas drauf? Schutzfolie, bitte. Dann nicht bei uns in Russland, wo die Kinder... Isst du doch bitte zuerst eins. Okay. Ich möchte gucken. So, hast du Feuer? Wollen wir erstmal aufbeißen? Ich nehme gleich ganz in den Mund. Ja? Das war ein Fehler. Ist das erfrischend? Leck mir am Arsch, ist das gut. Das ist aber... Das hat aber mit Erdbeeren nichts zu tun. Alter Vater. Haben sich deine Fußnägel auch aufgerollt? Nee, die sind abgeplatzt. Oh, ist das geil. Nee. Komm, direkt noch eins. Na komm. Schmeckt genauso gut. Entschuldigung, dann kam ein bisschen mit hoch. Von dem anderen eben. Nee, komm, mach gut rein. Nee. Von der Beukeler. Vielleicht mal eine andere Sorte, aber die sind ja echt... Oh. Ja, einen noch. Nee. Komm, einen noch. Stell dich so an wie Busch. Voll total gut. Das ja, doch, ja. Nur mal empfehlen. Total lecker. Hier, kauf das. Oh, ist das geil. Okay. Wir melden uns gleich aus der Notaufnahme. Genau. Bis dahin. Oh, ciao. Den Magen auspumpen. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.